Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge. Ich habe keinen am Kopf. Ja, wir sind noch angekommen beim Viehhändler und werden mal in den Bereich fahren, wo wir ausladen sollen. Das heißt, wir fahren mal hier schon vorwärts und fahren diese Position, die uns da vorgegeben wird. Dazu stoßen wir gleich mal leicht rückwärts, um in den gelben Bereich da reinzukommen. Wird nicht so, und gucken, dass wir da rumkommen. Dann haben wir mit meiner Schwierigkeiten. Ja, jetzt wird schon Verkauf gehen, aber wir machen trotzdem nicht so. Gut, dass hier keine parken, ne? Aber sieht ganz gut aus. Weil die 7 Meter meist kommt da so ein Signal, dass wir entsprechend angekommen sind. Und das ist ja, sonst kommen wir nicht weiter in der Aufgabe. Jo, cool, jetzt können wir entladen, ne? Lade die Bullen in die Verkaufswiese ab. Diese befindet sich direkt neben der, wo du sie anfangs abgeholt hast. Wie schön. Das weiß ich noch. Start. Natürlich hängen wir leicht ungünstig, dass wir gegen Zaun, gegen Knallen, ne? Aber jetzt laden wir sie ab. Kriegen wir Geld? Nö. 15.000 Dollar kriegen wir Geld. Oh ja. So. Super, jetzt hast du deinen Erlös für die Arbeit letzten 20 Minuten erhalten. Jetzt wird der Viehhändler nur noch gründlich beim. Also. Jetzt wird der Viehanhänger nur noch gründlich beim Motorräder gereinigt, damit keine Tierkrankheiten getragen werden und der Anhänger noch viele Jahre für die Transport der Tiere zur Verfügung stehen kann. Das übernimmt der Lohnunternehmen aber für dich. Ist schön. Wir haben alles erkauft. Wir haben Geld gekriegt. Wieder zu. Er ist zu, ja. Wir fahren jetzt zum. Ein bisschen gruckelt, fahre nicht ganz auf die Straße. Lass mal gleich automatisch fahren, ne, weil geht ja ein bisschen fixer und wir wollen ja auch vorankommen, ne? Vielleicht schaffen wir es dann auch die Woche noch, mal sehen. Ich weiß ja nicht genau, was noch kommt, keine Ahnung. Befürchte ja, dass wir welche kaufen sollen. Gut, dass wir den noch reinigen sollen, ist eigentlich an sich logisch, ne? Also wenn wir neue Kälber kriegen, neue Jungtiere, wäre es ungünstig, wenn wir gleich wieder krank werden, ne? Aber was jetzt genau kommt, weiß ich nicht. Da muss ich überraschen lassen. Jo. Schön sauber gemacht, ne? Muss ja meine Haare waschen. Nach der Arbeit ist es ja. Sind sie mal einfach noch nass, deswegen liegen sie immer perfekt, in Anführungszeichen. Friseur geht das halt auch nicht, das ist alles zu. Eine Dudeling. Krankheit hier. Und noch böse Erwachen kommen nachher, wenn die ganzen Kosten da kommen. Der ganze Testspaß. Muss einer bezahlen am Ende. Dicke Rechnung kommen im nächsten Jahr. Egal wo. Ist ja ganz Europa so, ne? Ja. Die haben schon Glas gehabt, da haben wir noch im LS noch warten müssen, ne? Offiziell, ne? Gut, die haben nicht alle Fahrzeuge, muss man dazu sagen, auch nur ein Teil. Aber halt, gut, ist halt da, ne? Und alles andere, was hier nicht keine Lizenz hat, ist halt, was heißt hier Hammer, ne?
Hier die kleinen Felder, da ist ja im Prinzip brauchst nicht viel. Also. Und da ist ja hier auch tageweise, oh, wir haben minus 1 Grad, das ist kalt. Am 14. Früh um, ja, das ist durchaus möglich, ne? Temperaturmäßig, ja, das kommt hin. Eine Frühstunde Frost, leichter, ja. Je nachdem, wie kalt es vorher war, Ackerbau, doch nicht viel gehen, ne? Vorbereiten ist, ne? Weiß ich genau, nicht genau, ob man da schon Gülle fahren kann. Ich glaube nicht, das ist glaube ich verboten. Aber das werden wir hier wahrscheinlich alles mitkriegen, ja? Also mit, auch lernen. Was wir alles machen müssen. Um es richtig zu machen, ne? Also wer das mag, was Realismus angeht, ist hier genau richtig, ne? Also was hier noch ein bisschen fehlt, ist im Prinzip Mehrspielermodus. Da fehlt die komplett. Soll aber noch kommen. Aber ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll mit dem Hof, ne? Ob das dann klappt, ne? Als Frau oder als Mann, ne? Im Grunde, einer muss jetzt sich um die Tiere kümmern. Einen richtigen großen Stall, ne? Also da hast du zu tun. Oder gemeinsam, ja, Mais-Silage machen, ne? BGH-Beteil, die hier rechts gerade ist. Ne, ist die Klärgrube oder sowas, ne? Ich glaube, die Klärgrube. Na, jedenfalls, muss ja alles noch betrieben werden, ne? Okay. Ich meine, das ist groß genug, ne? Bei den Kleinmaschinen brauchst du Leute, ne? Wie früher zu LPG-Zeiten. Gut, die großen Maschinen hatten sie früher nicht gehabt. Die ganz großen. Klar, jetzt ist auch 30 Jahre wieder her, ne? So, wir stellen den Anhänger ab. So. Habe ich kurz ausgeschaltet den Auto. Das ist ja gemein. Stall reinfahren. Dann können wir üben, ne? Rückwärts fahren, ne? Naja, gut. Das geht nur einigermaßen. Mit Deichsel wird schwierig, ne? Also. So. Fahren wir langsam rückwärts. Das klappt allerdings ganz gut, wenn man ein bisschen Geduld hat. Bei Outdrive kam wo gestern Release-Version. Freue mich drauf. Dass es klappt oder funktioniert, sag mal so. Aber im Großen und Ganzen hat man gut geklappt. Sollen ein paar Fehler gefixt worden sein und ein paar neue Sachen hinzukommen. Da ist die Grube. So dämlich, ne? Da genau muss ich hin. Fahrzeug zum Hof, ja genau, dann mal gleich mal N rein und lass ihn fahren, ne? Jo. Dann fahren wir uns jetzt im Hof. Wir Outdrive ist heute Release oder gestern so. Und das werde ich mir auch noch, bevor ich bei LS die Folgen aufnehme, oder erneuern. Ne? Da bin ich ja gespannt, was der neue LS bringt. Wenn der wahrscheinlich mal ganz vorsichtig in ein Jahr kommen könnte. Wir haben jetzt fast Dezember. Also wenn die Folgen kommen, ist ja schon fast Dezember. Dann ist Dezember. Genau. Muss überlegen, ich nehme ja jetzt heute auf. Das ist noch genau 7 Tage bis zum Dezember. Also die Folge Nummer 4 ist Dienstag. Also da ist schon Dezember.
kann man so sagen. Und wie gesagt, die Ereignisse, die im Frühjahr kommen, Farm kommen, Games kommen, wie all die Dinge heißen. Die Farm kommt meistens im Juli, glaube ich. Und dann kommen meistens schon kleine Infos raus. Ne? Also, da kann man schon sagen, wenn da Infos keine kommen, dann kommt auch meistens nichts. Aber wie gesagt, die Gerüchteküche wird teilweise künstlich auch naja, befeuert. Ne? Teil ist immer auch mit Wahrheit verbunden. Ne? Also, man soll nicht alles auf Goldwaage legen, aber teilweise kann man schon sagen, wird das dann kommen. Und dann werde ich sehen, was da alles kommt. Ne? Aber ich bin mal hier gespannt, was hier zu Weihnachten kommt mit Märchenmodus, was sie hier groß ändern wollen. Ne? Also hochmäßig zu zweit, naja. Weil dann beide immer schlafen gehen müssen. Ne? Aber wie gesagt, wenn man Tiere hat, die müssen dann jeden Tag versorgt werden. Ne? Gut, was ich weiß, kann man hier für jemanden einstellen. Ne? Also das geht ja auch theoretisch. Ne? Angestellten, wenn der Stall voller Tiere ist, kann sich lohnen. Ne? Also, klasse gemacht. Du hast die Bullen jetzt ein ganzes Leben lang begleitet, transportiert und gefüttert. Hast du dein Feierabend auch wieder richtig verdient. Na, wie schön. Und, was sagst du dazu? Geh ins Haus, ja. Erstmal machen wir die Maschine aus. Da muss man. Ich hab nicht gehupt. Wieso hier alle drinne? So ein Ding, ne? Gehe zum Haus. Szenario abgeschlossen. Wahnsinn! Wir haben wieder 2000 XP verdient. Also wieder. Der erste hat 500 gebracht, 2500, dritte 2000. So, herzlich und du hast das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Geh in deine Karriere spielen, um neuen verfügbaren Fahrzeug anzusehen. Aha, okay. Das brauchen wir nicht. Wir gehen zurück zum Szenario-Menü. Wir haben noch zwei. Und hier ist das Problem. Wir müssen noch Düngen machen. Und da ist Düngen auch notwendig und da ist der Winter. Also wir werden jetzt ganz einfach mal sagen, das war 3000 und das waren 3500. Wenn wir jetzt ganz schlau sind, ist egal. Wir werden hier immer Düngen machen, ne? Düngen. So. Wir haben Mastbullgülle, Granulatdüngung, Flüssigdünger. Ernte haben wir noch nicht gemacht, warum nicht? Na gut. Wir werden Düngen lernen, ne? Also, ich beende mal jetzt die Folge und wir starten dann neu in der neuen Folge mit von vorne, ne? Und ist ein bisschen blöd. Kurz angefangen und dann gleich wieder aufhören. Ungünstig. So, du Schauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Kurz und schmerzlos. Szenario ist abgeschlossen. Und bevor wir mit dem nächsten Szenario beginnen, müssen wir mal Düngen machen. Und Düngen kommt in der nächsten Folge. Tschüss und ciao. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.